Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Daily Shop News vom 5.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann nutzt gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir. Hey, die Skifahrer-Skins sind wieder da. Ja, cool. Der Skischuh auch. Also fangen wir auf der rechten Seite an mit dem Mein Idol. Das mache ich immer bei dem Herrn sofort, wenn er mal wieder, keine Ahnung, 20 Kills gemacht hat oder sowas. Ist unfassbar. Ja, mega geiles Teil auf jeden Fall. Aber noch nicht so lange her, dass es das letzte Mal im Shop gewesen ist. Also hier haben wir 3 von 5 bei 17 Votes am 17. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal, 21 Reminders. Weiter geht's mit dem Infinite Dab. Der unendliche Dab. Bin ich jetzt kein großer Fan von. Ist okay für 500 V-Bucks. Infinite Dab, auch letztes Mal vor knapp einem Monat im Shop gewesen, das letzte Mal. Also hier 4,07 von 5 bei 67 Votes. Am 6. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 19. Mal jetzt 104 Reminders. Dann machen wir gleich weiter hier mit dem Snorkel Ops. Der passt ja jetzt aktuell wirklich gut, dadurch, dass man ja schwimmen kann für 1200 V-Bucks. Und dadurch finde ich den dann doch um einiges besser als sonst immer. Sonst habe ich immer gemeint, ja, warum mit einem Schnorchel auf der Map rumrennen. Aber so ist ganz cool. 4,14 von 5 bei 7,8 Schwarz am 19. Februar 2018. Das heißt, mal drin gewesen, das 30. Mal jetzt. 136 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor knapp 2 Monaten. So, dann geht's weiter mit dem Wurfscheibenwirbler für 500 V-Bucks. Das Teil finde ich richtig cool. Und es hat hier folgendes Voting: 3,56 von 5 bei 9 Votes. Am 16. Oktober 2019 das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt 2 Reminders. So, dann geht es weiter mit dem Skischuh für 800 V-Bucks. Wenn wir schon mal so einen Ski über den Kopf ziehen. Ja, finde ich echt cool. Das Teil ist jetzt schon lange nicht mehr im Shop gewesen. 4,17 von 5 bei 12 Votes am 4. Februar 2018. Das erste Mal drin gewesen, das 12. Mal jetzt. 11 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 288 Tagen am 20. Februar 2019. So, dann geht es weiter mit einem der, ja, würde ich mal sagen, unbeliebtesten Skins des ganzen Spiels. Ich habe den auch noch nie auf der Map gesehen, ganz ehrlich nicht. Der Bigfoot. Für 1200 V-Bucks das Teil. Und gleich könnt ihr mal sehen, was da für eine Benotung da aktuell ist. Das ist ja, guckt er schon so grimmig. Ja, brauchst du nicht so grimmig zu gucken. Bist du selber schuld. So. Also hier 1,64 von 5 bei 42 Votes am 29. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen, das fünfte Mal. 5 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 104 Tagen am 23. August. So, dann geht es weiter mit der, ja, hier mit dem Schneeschnitt für 800 V-Bucks. Cooler Gleiter. Gefällt mir ganz gut aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein Bettmobil oder so ein Bettteil. Ne? Batman könnte ganz gut passen. So. Für 800 V-Bucks. Der Teil hat hier folgendes Voting. Wir haben 4 von 5 bei 16 Votes am 8. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen. Sechste Mal jetzt 5 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 162 Tagen am 26. Juni. Da war wahrscheinlich das komplette Set das letzte Mal drin gewesen. Gucken wir mal ganz kurz hier. Der Schneefuß, der sieht doch richtig geil aus, oder? Also ich mag den Schneefuß. Das ist so wieder mal ein Skin nach meinem Geschmack. So, und der Snowfoot hat hier folgendes Voting. 3,84 von 5 bei 38 Votes am 4. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Das sechste Mal jetzt 24 Reminders. Auch vor 162 Tagen das letzte Mal drin. So, dann geht's weiter mit dem Schneeschlag. Das ist hier der Snowstrike. Der hat hier 3,06 von 5 bei 33 Votes. Ja, auch am 8. Februar 2019 ist das mal drin gewesen. Das 8. Mal, 29 Reminders. Das letzte Mal ist das aber nicht so lange her. Da war nämlich vor 72 Tagen das letzte Mal drin, am 24. September. So, ich finde den auch richtig, richtig nice. Ne?
hinten da auch noch diese Klinge. Echt cooles Teil. So, und dann haben wir noch diese umgekehrte Klinge, die Inverted Blade für 500 V-Bucks. Ja, finde ich, sieht ganz gut aus, auf jeden Fall. Und die Inverted Blade hat hier folgendes Voting, 4,05 von 5 bei 22 Votes am 4. Januar 2019. Das erste Mal drin gewesen, das achte Mal, jetzt 13 Reminders. So, ja, dann sind wir mit diesem Set auch schon soweit durch. Und dann kommen wir jetzt hier mal zu den Skifahrern. Die waren ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr drin gewesen. Mega cool, die Teile, auf jeden Fall. Hier kann man dann sich, ja, die einzelnen Länder holen. Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China, Korea. Und dann ist hier der Pisten-Champion USA. Mega cool auf jeden Fall. Und das gleiche haben wir hier auch nochmal. Haben wir auch das Skizubehör da hinten. Das ist der Skiprofi. Auch nochmal für Frankreich, China, Korea, Deutschland. So sieht unsere aus hier. Jawohl. Passt. Adler ist hinten auch drauf. So. Dann haben wir hier einfach so Skiprofi. USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich. So. Jo, die Teile finde ich ziemlich cool. Der Herr Sofort, hatte der nicht auch irgendeinen davon sich geholt? Genau, den für Deutschland. So, hat er sich geholt. Für 1500 V-Bucks. So, da gucken wir mal ganz kurz. Wir klicken jetzt einfach mal ganz schnell durch die Votings durch. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie das Ganze so aussieht. Wir haben hier momentan für die USA 3,4 von 5 bei 5 Votes. Korea 4,25 von 5 bei 8 Votes. Deutschland, also das ist jetzt im Mogul Master da, die weibliche Version, 4,4 von 5 bei 10 Votes. Der englische, der britische 4,14 von 5 bei 7 Votes. Der französische 4,2 von 5 bei 5 Votes. Der chinesische 4,6 von 5 bei 5 Votes. Der kanadische 4,82 von 5 bei 11 Votes. Und der normale 3,67 von 5 bei 9 Votes. Was war denn der schlechteste jetzt hier? Ich glaube, der von der USA ist am schlechtesten bewertet worden mit 3,4 von 5. Und der hier von Kanada am besten mit 4,82 von 5. Na gut, dann machen wir mal hier weiter mit den männlichen Versionen. Hier auch 3,75 von 5 bei der USA-Version, 16 Votes, 3,4 von 5 bei 5 Votes Korea, 4,27 von 5 bei 11 Votes für Deutschland. Das gleiche, nur mit 15 Votes für Großbritannien, 4,23 von 5 bei 13 Votes für Frankreich, 3,22 von 5 bei 9 Votes für China, 4,7 von 5 wieder Kanada am besten bewertet, hier 30 Votes und der hat 4,3 von 5 bei 20 Votes. Hier hat, glaube ich, am schlechtesten, soweit ich das gesehen habe, abgeschnitten der chinesische, ne? Das war hier mit 3,22, ja, China hat am schlechtesten abgeschnitten. So, ja, dann würde ich mal sagen, dann gucken wir mal ganz kurz in den aktuellen Shop rein. Und jetzt muss ich den Shop ja noch irgendwie bewerten. Also, wir haben hier auf der rechten Seite mein Idol, unendlicher Dab, da ist der Bigfoot, Schneebe. Da, auf der linken Seite ist schon cool. Auf der linken Seite ist schon cool, auf jeden Fall. Aber die rechte Seite ist, ja, ist schwer jetzt hier. Also, wir haben hier momentan 2220 Lovitz, 1080 jetzt mehr und 2636 für Hated. Und ich finde die linke Seite mega, die rechte Seite ist okay. Und deswegen kriegt das Teil von mir ein Love It 2200. Ich bin, hey, habt das gesehen? Ich bin die 2222 gewesen. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Benutzt bitte unseren Creator-Code sofort du gleich TTV, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dahin, tschüss.